Ich glaub, ich hau heute jemandem aufs Maul und aufs Ohr. Einfach feste drauf und wird es blau wie eine Pflaume. Sowas war bei mir nämlich immer üblich zu Hause. Hab ich auf Daddy nicht gehört, gab es gleich auf die Schnauze. Keiner soll behaupten, ich wär Opfer, weil ich meinem Gegenüber einfach ohne Grund vor den Kopf hab. Was der Wichser verbrochen hat, vermag ich zwar nicht zu sagen. Er guckt mich schief von der Seite an, kick in den Magen. Ich hab nämlich ein Problem und das sind meine Komplexe. Fühl ich mich beobachtet, gab's gleich in die Fresse. Ich sag den Kollegen Bescheid, Heinrich Heine um 6. Wird sich gleich gefetzt, bis auf Letzte, der Stärkste behält Recht. Immer vor den Kopf, denn das bedeutet für mich, sich durch das Leben zu boxen. Vielleicht lande ich ja so in den Top 10. Ich muss nur laut genug schreien, dass ich hier jeden verkloppe. Ich nehm noch ein Basie mit und du am besten ein Messer. Obwohl sowas ist doch Kinderkram. Wir sind echte Gangster, ne echte wär besser, um sich Respekt zu verschaffen. Also lass den Basie stecken und nimm gefährliche Waffen. Will mich nicht lächerlich machen, will die Schafe zücken und hab keine Skrupel davor, einfach abzudrücken und wegen Schusswaffengebrauch jahrelang im Knast zu sitzen. Meine Zukunft eh schon verbaut, ich mach keine Witze. Das ist es mir wert, der Typ guckt mich voll von der Seite an. Ey, darum werd ich ihn wegballern um 6 Heinrich Heine Allee. So war das bei mir schon immer. Einer hat mich gleich gekratzt, ich brach ihm dafür gleich die Finger. Und beim Basketballturnier spielten wir gegen so Schafe. Denen hab ich am Anfang gedroht, wenn ihr gewinnt, gibt's auf die Nase. Und so landeten wir bei dem Turnier auf dem 8. Platz. Da war ich so gefrustet, dass ich mich erstmal geschlagen hab. Es ging so weit, dass hinterher der Krankenwagen kam. Wie soll ich denn wissen, dass dieser kleine Typ da Karate kann? Vor den Kopf, denn das bedeutet für mich, sich durch das Leben zu boxen. Vielleicht lande ich ja so in den Top 10. Ich muss nur laut genug schreien, dass ich hier jeden verkloppe. Und deshalb hau ich immer vor den Kopf, denn das bedeutet für mich, sich durch das Leben zu boxen. Vielleicht lande ich ja so in den Top 10. Ich muss nur laut genug schreien, dass ich hier jeden verkloppe. Und davon mal ganz abgesehen, ich baller einfach jeden übern Haufen, der sich traut, mich anzureden. Geschweige denn, mir die Hand zu geben, ohne mich vorher anzubeten. Du kannst mir den Schwanz mal kleben, vielleicht lass ich dich leben. Gibt es Probleme, weiß ich sie ganz leicht zu lösen. Immer in die Fresse, verteidige meine Ehre. Selbst früher als Schüler wollte ich mich immer prügeln. Alle Lehrer rieten mir, ich sollte reden darüber. Aber was bringt es reden darüber? Ich wollte Respekt dafür. Klatsche das Opfer weg, die Homies fanden das fett von mir. Und so Studentenrap konnte mir immer gestohlen bleiben, wollte lieber meinen Kollegen neue Pistolen zeigen. War nicht bei der Polizei, etwa wegen Graffiti. Es war eine Massenschlägerei, und zwar mitten in der City. Ich saß dafür auch nur 5 Jahre in Einzelhaft. Was guckt dieses Schäfchen mich auch so blöd von der Seite an? Jetzt ist mein Leben gelaufen, aber ich gebe einen Haufen. Überleg auch schon, mir einen neuen Baseballschläger zu kaufen. Oder doch lieber einen neuen Millimeter. Immer vor den Kopf, denn das bedeutet für mich, sich durch das Leben zu boxen. Vielleicht lande ich ja so in den Top 10. Ich muss nur laut genug schreien, dass ich hier jeden verkloppe. Und deshalb hau ich immer vor den Kopf, denn das bedeutet für mich, sich durch das Leben zu boxen. Vielleicht lande ich ja so in den Top 10. Ich muss nur laut genug schreien, dass ich hier jeden verkloppe. Und deshalb hau ich immer vor den Kopf, denn das bedeutet für mich, sich durch das Leben zu boxen. Vielleicht lande ich ja so in den Top 10. Ich muss nur laut genug schreien, dass ich hier jeden verkloppe.